Hi zusammen, jetzt kommen wir zu einem Film, wie ihr am Titel schon erkennen könnt, Secretary, dieser Film hier. Ja, das war ein Film, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe was komplett anderes erwartet, als ich zu Gesicht bekommen habe. Vorweg, ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn nicht gut. Ich weiß nicht, wie ich ihn finde, er verwirrt mich einfach so vom Gefühl her. Und ja, bin mit dem gar nicht so im Kino konfrontiert worden, sondern eher, als ich noch DVDs ausgeliehen habe. Das ist schon einige Jahre her. Und da war ich in der Videothek und dort war ein riesengroßer Aufsteller von diesem netten Anblick hier. Also es sah praktisch aus, als würde sich da wirklich eine Frau bücken. Und da habe ich halt Secretary gelesen und auch so, ich lese euch gleich den Klappentext vor, war nicht erkenntlich, was für eine Art von Film das wirklich ist. Ich sage euch gleich mehr dazu. Zuerst wieder den Klappentext. Secretary ist der erotische Blick in die Welt einer Sekretärin, die sich umgeben von Tippex und Telefon der Lust der Unterwerfung hingibt, ohne sich unterwerfen zu lassen. In ihrem Chef begegnet sie einem Mann, der sie beherrscht, ohne sie zu erniedrigen. Und dafür liebt sie ihn. Eine unanständige Frau nimmt sich ihr Glück jenseits aller Klischees und gängigen Moralvorstellungen. Ihr Weg dorthin reizt oft zum Lachen, ohne sie und ihre Vorlieben jemals der Lächerlichkeit preiszugeben. Das war der Klappentext. Und jetzt kommt noch so, was noch sonst draufsteht. Sex, Hiebe und Liebe. James Spader und Maggie Gyllenhaal, bekannte Schauspielerin, in der schrägsten Liebesgeschichte des Jahres. Also ich weiß nicht, ob ihr die Schauspielerin jetzt von dem Bild hier erkennt. Hier. Ist auf jeden Fall eine bekannte Schauspielerin. Und ja gut, der Klappentext beschreibt es relativ gut. Auf jeden Fall habe ich eigentlich eine Komödie erwartet, weil auch unten da steht, oft zum Lachen irgendwie. Habe ich gedacht, das ist auch irgendwie eine Komödie, so Teenager-Style-Komödie, aber weit gefehlt, komplett anders. Und jetzt vom Alter würde ich sagen, er ist nicht für unter 15-Jährige geeignet. Also, wie es schon heißt, es geht um Sexualität, es wird zwar nichts gezeigt, ist ja hier nicht mit FSK, glaube ich, doch mit FSK 16. Okay, nicht für unter 16-Jährige. Und es geht um Sex, eben dieses Mädchen hier, die hat einfach einen Schuss, die war auch in der Anstalt oder so, darf dann wieder nach Hause, ritzt sich und verletzt sich, damit sie weiß, dass sie noch da ist und hat eine Schwester, eine hübsche. Und ja, sie steht halt irgendwie auf Schmerzen, aber sie weiß, sie kann es nicht richtig einordnen. Und durch den Job als Sekretärin merkt sie halt, dass sie das kompensieren kann, weil ihr Chef steht halt eben auf Geschlechtsverkehr mit härterem Stil und ja, macht es halt irgendwie teilweise mit ihr, versohlt ihr den Popo und solche Sachen und da steht sie halt drauf und dann verbietet er ihr auch, sich zu ritzen und so und sie macht es auch, weil es eine Anweisung ist und sie braucht sowas und ja, einfach seltsam und man sieht sie dann auch, wie sie so einen Balken da ums Knick hat und mit den Händen so drin ist und wie sie dann ihn so bedient und so. Und auch der Chef hat irgendwie einen Schuss. Haben beide irgendwie einen Schuss. Und irgendwie, ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen, weil er mich irgendwie beschäftigt hat. Ich kann es gar nicht so genau definieren. Ich fand es einfach faszinierend, aber ist ein bisschen krank. Also man darf keine Komödie erwarten oder Liebesgeschichte oder irgendwas in der Art. Es geht so um eben gewisse sexuelle Praktiken, die man durchführen kann. Und mehr möchte ich zu dem Thema auch nicht sagen. Manchmal muss Liebe wehtun, steht hier auch noch drauf auf dem Cover. Der Film an sich, ich kann dem gar keine Wertung geben. Den muss man gesehen haben, dann weiß man vielleicht, was ich meine. Aber ich habe mir das zweite Mal angeguckt, also würde ich ihm schon so 6 Punkte geben von 10 insgesamt. Ja, spielt hauptsächlich halt in dem Büro von dem Anwalt ist es, glaube ich. Und sie ist ja die Sekretärin. Und ja, wenn ihr ihn anschauen wollt, dann schaltet jetzt weg. Also wenn ihr den Schluss nicht wissen wollt. So, sie verliebt sich in ihn. Und er irgendwie auch in sie. Aber er kündigt ihr dann, weil es macht er immer mit den Frauen, weil es ihm wieder unangenehm ist. Also mit den Sekretärinnen, weil es ihm unangenehm ist, was er mit denen gemacht hat. Und sie hat sich aber irgendwie in ihn verliebt. Und sie ist süchtig nach ihm. Sie braucht es einfach. Und dann will sie ihn auch, also sie hat so einen komischen Freund noch, der sie heiraten will, dann rennt sie da auch weg von der Hochzeit und geht zu ihm und sagt, sie hat sich in ihn verliebt und will er irgendwie einen Beweis und sagt zu ihr, okay, setz dich an den Tisch und mach die Hände auf den Tisch.
und warte so, bis ich wieder da bin. Und sie macht das auch dann. Also er geht dann, glaube ich, 3 Tage oder so. Und sie sitzt da. Und er will auch mal ihr Ex-Freund dann sie wegholen. Und dann schlägt sie auf ihn ein und wehrt sich und rennt wieder auf den Tisch und macht die Hände wieder auf den Tisch. Sitzt sie da im Brautkleid und dann sieht man auch, dass sie sich... Also unten sieht man am Stuhl, dass es so runtertropft. Also sie macht sich auch ins Kleid und isst nichts und schläft dann so und total fertig. Und nach 2 oder 3 Tagen, wenn auch schon die Polizei da ist und das Ganze beobachtet, aber die holen sie halt nicht raus. Es ist wie so eine Demo. Und dann kommt er, nimmt sie auf die Arme wie so eine Prinzessin, trägt sie zu sich nach Hause und dann haben sie eine wunderschöne, zärtliche Nacht. Also... So streichelt sie dann und ist total glücklich und sind sie zusammen und alles ist gut. Ja, das ist das Ende vom Film. Ja, das war meine Review zu Secretary. Bitte erwartet nicht was Falsches von dem Film wie ich, also keine Komödie oder so. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!